Eigentlich wollte die TSG Aufbauunion Dessau ihre Skaterbahn mit einem Herbstfest und einem damit verbundenen vereinsinternen Wettbewerb neu eröffnen. Doch der Wettergott hat etwas dagegen und so drehte ein Teil der Vereinsmitglieder ihre Runden nur für unsere Kamera. 32.000 Euro hat Dessau-Roßlau in die Renovierung der Bahn investiert. 4.000 davon hat die TSG selbst beigesteuert. Eine Renovierung war längst überfällig. Die 1997 eröffnete Bahn, die damals eine der modernsten war und eine 500.000 Euro gekostet hat, war spröde und rissig. Doch mit dem neuen Asphalt sind die 30 Mitglieder hochzufrieden und überreichten Ralf Hirsch zur offiziellen Eröffnung die goldene Rolle. Der nächste Wettkampf, der auf der Bahn stattfinden wird, ist die Landesmeisterschaft im kommenden Jahr. Dann vielleicht sogar mit vielen neuen Rekorden, dank der Sanierung.